gesagt und gemacht. Am anderen Morgen früh sind wir drei schon unterwegs gegen Osten zu. Zuerst ist es lustigerweise immer ein bisschen wärmer geworden. Die Republik Slowenien geht nämlich im Süden bis ans Meer. Aber je näher wir den Alpen und dem Nationalpark gekommen sind, umso mehr hat es gekühlt. Sternlein, ist das kalt da. Darum heisst denkt der Nationalpark sicher so. Trigaffpark, wegen dieser Affenkälte. Typisch, mein Bruder. Könnt ihr mal richtig lesen? Triglaf heisst es da. Genau wie der höchste Berg von dem Land. Triglaf. Typisch, meine Schwester. Immer muss sie an mir rumnörgeln. So, fertig jetzt, ihr zwei Oberkiefler. Schaut gescheiter mal auf die Tafel dort vorne. Was steht dort? Oh, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Ja. Globi, was meinst du? Stimmt das echt? Achtung, Bären! Könnt ihr denken, das hat es doch nur geschrieben, dass nicht so viele Leute hinkommen und wir in aller Ruhe können unsere Servilla bräteln. Also, ich weiss nicht recht. Irgendwie ist mir das da nicht so gehört. Typisch mein Bruder. Zuerst eine grosse Röhre und dann macht er fast in die Hose vor Angst. Du musst gerade etwas sagen. Du bist ja schon ganz bleich von lauter... Das stimmt doch gar nicht! Also, jetzt also genug heute unten. Jetzt bauen wir zur Sicherheit einen Haken aus Stecken und Ästen rund um unser Feuerchen herum. Und dann kann uns nichts passieren. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Das Feuerchen hat knistert und unsere Servilla von zu Hause haben brutzelt. Und schon gleich ist ein lustiges Geschmäckchen in unsere Nase gestiegen. Aber eben nicht nur in unsere. Der Hans hat recht gehabt. Plötzlich haben wir durchs Gebüsch durch laut gehört schnaufen und brummeln. Zuerst nur ganz leislich, aber dann immer lauter und lauter.